Am 6. Dezember öffnete der Weihnachtsmarkt in Mittweida für 4 Tage seine Tore. Für die musikalische Einstimmung waren die Thüringer Kreuzbuben zuständig. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Maskottchen Mitti eröffnete der Weihnachtsmann den Mittweida Weihnachtsmarkt. Mit dabei auch einige Überraschungsgäste. Und natürlich hatte der Weihnachtsmann allerhand Naschwerk für die Kinder dabei. Täglich von 15 bis 16 Uhr findet bis Sonntag die Weihnachtsmann-Sprechstunde statt. Kulturell gibt es bis zum 9. Dezember ein Bundesprogramm für Groß und Klein. Am Freitag waren im Kinderprogramm die Bremer Stadtmusikanten zu sehen. Musikalisch reicht das Angebot von Swinging Christmas bis zur Erzgebirgsweihnacht mit der Bergkapelle Thum. Aber auch allerlei kulinarische Leckereien und Geschenkideen gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Mittweida. Denn Weihnachten steht.